Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir sind letzten Part etwas geflohen. Oder was er macht. Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will den Grund wissen, warum Shay dorthin ging. Shay sieht alt aus. Ja, wir haben Lissabon ein bisschen in die Luft gejagt. Das hat Shay nicht so gefallen. Und dann hat er das Manuskript geklaut. Und jetzt sind wir 20 Jahre später hier und gucken mal, was hier abgeht. Und ich habe einen Fleck auf der Brille. Ich finde das gar nicht nett. Todessprung, ne? Todessprodonieren wir mal. Ja, das hat gut funktioniert. Nun denn, wo stecken wir denn hier? Das wollte ich auch nicht, aber ich danke für deinen Input. Springen mindestens hier rüber, dankeschön. Die Verbrecher ausfindig machen. Wer sind denn die Verbrecher? Lass mich raten. Adlauge kann mir helfen, die Verbrecher zu finden. Oder auch nicht. Nun. Ja, ich schätze, die Grafikkarte des Animus hat ein Problem. Beziehungsweise das Gehirntransplant, was auch immer. Irgendwie rendert meine Gegentür nicht rein. Schweinerei. Bitte ich Modell. So, bist du auf dem Dächern? Du bist nicht auf den Dächern, ne? Wen suchen wir denn? Ja, ich meine, wir suchen die Verbrecher. Okay, cool, aber... Bist du dumm oder was? Hüpf mal runter hier. Hui, vielleicht auf dem anderen. Ach, fick dich doch. Hier wird mir aber auch keiner markiert, bin ich besoffen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber funktioniert für mich. Muss ich das mit der Templerkarte machen? Nee, das hat damit, glaube ich, nicht viel zu tun. Tschüss. Wollen wir das schon markiert wurde? Hallo, Verbrecher? Aha. Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin, hinter dem ist Jay her. Franklin reiste nach England und Frankreich. Und der Kerl sagte Notre-Dame. Jay ist in Paris. Dann echt? Zeigen Sie mal, was Sie können. Bannen Sie die Gefahr. Schützen Sie Franklin. Okay, ich verbanne euch. Ich musste kurz dumm dastehen wie ein Vollidiot, weil ich diesen Scheißdreck von der Brille putzen musste. Hätte mich aggressiv gemacht. Hätte ich wohl nicht tun sollen, oder? Naja. So bin ich halt. Immer nur beschissene Ideen. Oh nein, er hat geschossen, aber auf wen? Benjamin Franklin, ich rette dich vor den Franzosen. Okay, auf einmal hat er Nitro oder was? Ach komm, als ob. Kann ich ihn abschießen? Ne, ich habe keine Knarre, ne? Ich habe so eine dämliche Karte. Komm, stirb, du Penner. Sehr impressive. Sehr impressive bist du gestorben. Oh nein. Wer von euch ist Benjamin Franklin? Achso, der markierte. Ne? Ah, easy. Das war ja mal kein Problem hier. Was? Ey, sieht richtig geil aus. Was? Baguette? Soufflé? Shit! Was ist los? Mehr Daten haben wir nicht. Huch. Mit dieser Erinnerung kommen wir nicht weiter. Vorerst. Shay kann nicht gestorben sein und dann 20 Jahre später in Paris auftauchen. Es fehlt etwas. Ach, meinst du? Vielleicht ist er Jesus und wieder auferstanden. Shays Erinnerungen sind über die ganze Cloud verstreut. Der Virus hat die Server gestört. Deswegen können wir nicht Shays ganzes Leben sehen. Zeig mir nur sein halbes. Sie stehen vor einer Wand und ich bin beschäftigt. Warum gehen Sie nicht zu Otto Berg? Er haust in einem der Büros. Ich habe gerade verstanden, zu Otto Berg. Das ist... das ist hier etwas makaber. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Okay, aber wer hat dich gefragt? Ist das Dünches? Quatsch mich hier an, als drückt's mir rein, das wollte ich wissen. Assassine. Aber er ist anders als die, die sie früher für Entertainment-Produkte nahmen. Bist du Prinz Zuko? Ich glaube, Shay
könnte der wichtigste Assassine aller Zeiten sein. Ihre Forschung wird mir dabei helfen, etwas zu erreichen, was ich schon sehr lange will. Eine Gesichts-OP. Chase Geschichte hat vielleicht auch Ihnen etwas zu bieten. Ach so, was denn? Es gibt noch einen Server, über den wir an Chase nächste Erinnerung kommen. Ja. Ich brauche den Strohkopf zurück, um fortzufahren. Gut, machen Sie jetzt weiter. Aber denken Sie auch über das Besprochene nach. Wir haben da nichts besprochen. Ich will was haben. Du könntest auch etwas profitieren. Ja, okay, cool. Hey, ich bin danke. Kommen Sie her. Ja, ich komme da schon. Halt mal dein Maul. Was willst du denn? Die Fische füttern? Ich hatte keine Lust mehr auf Melanies Reparaturcrew zu warten. Also habe ich das Ding repariert, um sie in die Lobby zu bringen. Ich präpariere den Animus, während sie unten sind. Kannst du mich auch angucken, wenn du sprichst? Ich habe den nächsten Server auf ihrer Karte markiert. Abmarsch. Abmarsch. Ich guck dich nicht an, ich bin zu fein dafür. Ab in das Foyer, glaube ich. Hui. Fischi, Fischi, Fischi. Das ging ja im Building ganz gut. Der Server eine Level 1 Security-Sperre hat. Aha, warum bist du so laut? Ich habe Ihnen die Security-Freigabe erteilt. Jetzt sollte es keine Probleme mehr geben. Das ging aber schnell. Jetzt können Sie in den Serverraum. Sobald die Server wieder da sind, lade ich die nächsten Erinnerungen in Ihren Animus. Kannst du bitte aufhören, nur rechts auf meinem Ohr zu sprechen? Das ist so unnervig. Warum kann ich mir kein Headset leisten, das Stereo ist? Oh nein, jetzt kann ich wieder das hacken. Das habe ich seit Monaten nicht mehr gemacht. Ach du Scheiße, wie ging das nochmal? Lass du einfach drehen und dann sich darüber freuen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ey, das war richtig, wow. Okay, cool. Ich bin Profi. Kern repariert. Alle Punkte bereit. Dann los. Los, los, los. Wer sind Sie? Fasst sie nicht an. Himmel, Herrgott, bändigt ihn. Du, gib mir das Kind. Ruhig jetzt. Alles ist gut. Elena. Ganz ruhig, Mr. Burke. Ich verspreche, wir tun Ihrer Tochter nichts. Wer sind Sie? Ich bin Warren Widdick. Ich arbeite für Abstergo Industries. Sie verließen das Uti-Jäger-Regiment und wurden bezahlter Söldner, um Elenas Mukoviszidose behandeln zu können. Was hatte das für Auswirkungen auf Sie? Herr Kehle! Ich habe ein Angebot für Sie. Ist das nicht finnisch, Per Kehle? Ich arbeite nicht für Unbekannte. Nicht diese Art Angebot. Ich werde jetzt etwas aus meiner Tasche nehmen. Woher kommt mir dieser Sprecher schon wieder so bekannt vor? Ich hasse das. Eine kleine Pille. Die ist übrigens für Sie. Hier, nimm eine kleine. Eine Arznei. Stopp! Na bitte, ist das nicht besser? Diese Pille heilt sie. Sie ist nicht auf dem Markt. Aber sie kann die Ihre sein, falls Sie an einem kleinen Trainingsprogramm teilnehmen. Was kann Abstergo mit einem wie mir anfangen? Oh, Sie arbeiten nicht für Abstergo. Jedoch, wenn Sie gut sind, könnte Abstergo für Sie arbeiten. Eins will ich noch, bevor ich zustimme. Raus damit. Der da, er hat meine Tochter erschreckt. Ich verstehe. Gentlemen, befreit Mr. Berg. Jenkins, gib deine Waffe. Was? Jetzt. Ja, Sir. Zufrieden? Ein Anfang. Den einfach da über den Haufen geschossen? Ich meine, wer ist er denn, dass er so fucking skrupellos ist? Und zweitens, wer zum Fick ist diese Synchronsprecherstimme? Ich kenne sie irgendwo hier, aber ich komme nicht drauf. Ansonsten, ja, interessantes Interview. Die Daten sind ziemlich grob, aber genug, um weiterzumachen. Kommen Sie her, aber schnell. Aber ja, doch, ich komme her. Ich befreie das Wiederherstellen des Servers auch andere Systeme vom Virus. Ach, das ist ja toll. Sie machen gute Fortschritte. Bin gespannt, was uns Shay als nächstes zeigt.
Na, und ich erst. Level 1 Freigabe gewährt Ihnen auch Zutritt zu anderen Gebäudeteilen. Falls Sie sich mal zwischendurch die Beine vertreten möchten. Weiß ich gerade nicht, irgendwie nicht so. Weil ich Angst habe, dass du mir ins Ohr lauerst. Was, by the way, immer nur sehr schmerzhaft ist. Die Helix-Forschung. Let's go. Ich habe das Gefühl, dass sich die Story gerade wieder sehr ignoriere. Es tut mir leid. Fischies. Dann gehen wir mal zurück zum Animus. Während ich immer weiter daran denken muss, wo mir diese fucking Stimme her bekannt vorkommt. Ich google das nachher und versuch's in die Infobox zu schreiben. Wenn ich es nicht auch wieder vergesse. Ich habe das Scholz-Syndrom, tut mir leid. Oh nein, da liegt Shay einfach rum. Shay! Steh auf! Schnell, sie beklauen deine Leiche. Weißt du, wenn du noch lebst, bist du keine Leiche. Man weiß, was ich meine. Ich finde diesen 3D-Effekt toll. Das war mir nur ein bisschen schlecht. Was, verbrennt ihr mich jetzt? Ist doch nicht auf der Schranke. Ich ruiniere einfach jeden Moment, ne? Guck mal, die wollen das klauen einfach. Naja gut, ich hab's zuerst geklaut, ja. Okay. Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Sicherlich. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Wo willst du das denn wissen? Ich dachte, die kennst du alle gar nicht. Speichern. Oh Gott. New York, Juni 1756. Eine Katze auf dem Dach. Das ist aber eine komische Position. Ah, Hallöchen. Bitte bedecke deine Nippel. Schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay, ich bin Cassidy und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrubber. Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. So was Ähnliches. Er hat recht. War das eine Tür oder war das ein Schwein? Was wollt ihr alle? Oh oh, oh oh. Was ist da los? Nein, du musst Oma beschützen. Scheiße von die Typen, aber Oma ist wichtig. Dem Lähm auf den Grund gehen. Hallo, wer macht da Krach? Machst du Krach hier? Machst du Krach hinaus? Wie sprichst du mit der komischen Oma? So, du sprichst ja nicht mehr. Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber jetzt nehme ich es persönlich. Ah, jetzt nehme ich es persönlich. Ich war 12 Jahre im Koma, aber ich kann immer noch kämpfen, Alter. Bäm, Alter. Ach du, deine Deckung, ey. Hier, was halte ich von deiner Deckung? Schlag dir deine scheiß Zähne raus. Und kommt ja nicht wieder. In jungen Jahren hätte ich die alleine erledigt, eigenhändig. Warum werdet ihr belästigt? Oh, das Übliche. Sie glauben, sie verdienen Geld, wenn sie uns friedlichen Bürgern nichts tun. Hört meine Worte. Diese Banden sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Warum achte ich immer nur auf so eine Schwachsinnszitat? Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Das ist nett. Hier, probiert mal. Von unserem Sohn. Ich dachte, ich bin euer Sohn. Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Ja, das sieht mach was. Vielen Dank. Nein, ich habe ja so keine Ahnung, wer die sind. Aber kann das einfach mein Opa, meine Oma sein? Lied.
Wobei, dann könnte es ja der Sohn sein. Vollendeten Gentleman. Oh la la. Da werde ich ja direkt feucht. Ein Buch bei mir. Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Jetzt entschuldigt mich. Ich muss mein Buch finden. Dann liegt das Manuskript auf dem Grund des Atlantiks. Na, das glaube ich weniger, aber ich meine, gut, vorher sollst du das wissen. Guckt ihn euch an, Shay, die alte Socke sieht ja richtig heiß aus hier. Du wieder. Das bereust du. Die echt? Sind tot. Hörst du? Ach ja? Vom Rauch nicht benommen, wenn wir machen lassen, okay. Komm her, du kleiner Wichser. Ich steck deine Nase gleich ein bisschen Schweinescheiße, die hier rumliegt. Kann ich dich bitte abschießen? Nee, muss dich fangen. Hallo. Du hast das falsche Haus gewählt. You picked the wrong house, fool. Ich hab Angst, dass er gleich seine scheiß Rauchgranate einsetzt. Dann habe ich die optionale Scheiße gefailt. Ach, um eine hatte ich ihn. Ja, ja, ich hab dich, du Miststück. So, was willst du hier? Gegen die Finnegans? Ich gar nichts. Mein Boss hat mich geschickt. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf. Ah ja, ist er der Papst oder was? Bitte noch. Das Hauptquartier der Bande übernehmen, alles klar. Ich meine, da ist schwarzer Rauch, da ist schwarzer Rauch. Ist nicht das einzige Gebäude. Oh, zwei Verbesserungen. Heftig, heftig. Na gut, dann gehen wir zu den Kettenrauchern. Einen offenen... danke, wollte ich gar nicht lesen. Bandführer verschicken sich und versuchen, einem aufzulauern, aber man kann ihre Angriffe kontern. Achten Sie auf Geflüster, was die Anwesenheit eines in der Nähe versteckten Anführers anzeigt. Benutzen Sie Adlauge und machen Sie die Schleicher mit dem Gefahrenkompass ausfindig. Der Kompass füllt sich umso mehr, je näher Sie dem Ziel kommen. Okay. Gefahrenkompass, was ist das denn für eine Scheiße? Ach Mann. Todessprung. Ja, okay, das ist. Ist das der Oberfucker oder ist das nur irgend so ein Arschgesicht? Achso, das da unten ist der Gefahrenkompass, ich verstehe. Glaube ich. Ich behaupte einfach mal, dass ich das verstehe. Also du bist der Oberfucker, ja, okay, das ist in Ordnung. Was hast du so für eine Routine? Als ob mich das jemals interessiert hätte. Ich würde gerne mal diesen Sniper bitte kurz mal hier ausknipsen. Dem vertraue ich nicht so ganz, dass er nicht gleich auf mich schießen tut. Den Anführer. Ja, guck mal. Das ist nicht so gut, aber ich kann, Schlafpfeiler. Ich kann dich gute Nacht machen. Zielen ist sehr schwierig. Huch, guck mal, der ist einfach da. Gute Nacht. Der Bandenführer hat sie entdeckt. Ja, ich meine, ich dachte, das war der Bandenführer. Die Flagge der Bande stehlen. Na gut. Abgezogen. Das ist Capture the Flag auf Unwegen, oder was? Okay. Das ist merkwürdig. Das ist ein komisches Spielprinzip, I guess. Jetzt habe ich Sachen freigestellt, die ich hier machen kann, ja? Was ist das denn hier für eine Scheiße? Assassinen abfangen. Warum wollen wir mal die Assassinen abfangen? Wer ist er hier? Achso, das bin ich. Wer ist denn er hier? Ach, das bin denn ich. Das wäre nur wahrscheinlich. Bei Rauch helfen. Eine Gasmaske für Arme. Und Jumimo. Wir sind Freunde. Die Finnegans waren besorgt, ihr würdet selbst aktiv werden. Ich bin Colonel George Monroe. Colonel? Ich kam zu helfen, aber wie ich sehe, zu spät. Danke für eure Hilfe mit diesem üblen Gesindel. Eine Seuche in New York. Was schert es euch? Ihr Rotröcke seid doch nichts anderes als Gutsherren. Das Stadtvolk hier muss hart schuften, um einigermaßen zu überleben. Eure Meinung kann ich euch nicht übel nehmen. Einige meiner Standesgenossen waren wenig hilfreich.
Aber ich folge einem anderen Plan. Und der dann wäre? Mich kümmern. Ich wünsche, dass die Kolonisten sicher und erfolgreich sind. Noble Worte. Vielleicht werden euch ja Taten überzeugen, Master Cormac. Das kann gut sein. Erzähl mir dann mal bitte deine Lebensgeschichte, während ich hier langsam hinterherlaufe. Einkünfte, wow. Nehmt das Diebesgut. Okay, was ist denn? Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt einsetzen. Ist das das Liebesgut? Achso, okay. Ich weiß, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen, Master Cormac. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitete für mich. Ihr ähnelt ihm. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilten einen Traum, er und ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. No. Überleben allein reicht nicht. Voller Bauch, warme Kleidung, Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist. Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze. Ich herrsche. Did willfully and repeatedly commit the crime of sleeping in on the Lord's Day. For the crime of not diligently. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Kann ich ein Hakenkreuz draufmalen? Renovierungen sind eine bedeutende Quelle für Einkünfte. Sie müssen sich die nötigen Rohstoffe beschaffen, bevor sie sie ausführen können. Oh Gott, plündern war da gedacht, hä? Das soll reichen, um das so aufzubessern. Naja, gut, wenn du meinst. Das Gebäude renovieren. Ja, gönn dir. Ui. Welch gutes Werk. Danke. Ja, wenn du meinst. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Sicher. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Behaltet euch wohl, Master Cormac. Hat er gerade den Hitlergruß gemacht? Okay, cool. Ich wurde nicht benommen gemacht und ich wurde nicht erschossen. Welch ein Erfolg. Hurra, dann haben wir wahrscheinlich das Vorgeplänkle des Spielzeugs erstmal. Danke. Vollzogen. Er behandelt mich als ehrenwerten Mann. Jemanden, der das Gute will. Er mag recht haben. Nach allem, was geschehen ist, allem, was ich tat, Vergangenes ist nicht zu ändern. Aber vielleicht liegt hier meine Zukunft. Und vielleicht, nur vielleicht, kann ich diesmal das Richtige tun. Ich sollte zurück zu den Finnegans und sie beruhigen. Das solltest du, aber das machen wir erst im nächsten Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn wir zurück zu den Finnegans gehen und, ja, so wie es aussieht, New York einfach mal ein bisschen verschönern. Dieses Drecksloch. Gut, ich wollte eigentlich die Shanti ansammeln noch, aber die Shanti, mein alter Ernstfeind, ja, ich hab sie. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.